Trotz einer heftigen Nvidia-Rally haben wir gestern einen Abverkauf an den US-Aktienmärkten gesehen. Der Dow Jones mit dem größten Tagesverlust des bisherigen Jahres. Viele werden jetzt natürlich wieder sagen aus der Long-Only-Fraktion, das war doch kein Abverkauf, da war ein kleiner Rücksetzer. Heute sehen wir jedenfalls eine Erholung und der Grund ist gewissermaßen spiegelbildlich zu dem, was wir gestern gesehen hatten. Gestern sind die Märkte verschreckt gewesen über die heiße Preiskomponente der sehr starken US Einkaufsmanager-Indizes, ergo die Zinsen werden nicht fallen, so das gestrige Narrativ des Abverkaufs. Heute haben wir eigentlich ein Konjunkturdatum, das bestenfalls in der zweiten Reihe ist, das wieder Hoffnung nähert, dass doch die Inflation vielleicht nicht so hoch ist oder sein wird, weswegen die Zinsen dann doch fallen können. Wir wollen uns das Ganze vor dem Wochenende mal anschauen, an dem am Montag ja. Oder es ist ein langes Wochenende in den USA, weil am Montag ist Memorial Day. Hier bringt es dieser Tweet auf den Punkt. Warum sind die Aktienmärkte gestern gefallen? Weil das Goldilocks-Szenario empfindlich getroffen wurde. Und das lautet, das moderate Wachstum hatte praktisch keinerlei Inflationsrisiken mehr, weswegen die Fed die Zinsen senken kann. Das hat sich dann durch diese super heißen Preiskomponenten respektive den sehr heißen Einkaufsmanager-Index doch deutlich in Frage gestellt, weswegen heute zum Beispiel Goldman Sachs sagten, wir hatten ja eigentlich für Juli jetzt die erste Zinssenkung erwartet, das schieben wir mal ein bisschen auf den September. Man ist bei Goldman traditionell optimistisch, was Zinssenkungen betrifft, auch wenn kürzlich der Goldman Sachs-Chef gesagt hat, er erwartet eigentlich gar keine Zinssenkung in diesem Jahr. Aber heute kam um 16 Uhr die zweite Veröffentlichung der Verbraucherstimmung Uni Michigan und diese hatte in der ersten Veröffentlichung die Märkte so ein bisschen schockiert. Das war am 10. Mai, wie Sie hier sehen. Da haben die Amerikaner einen unglaublichen Stimmungsumschwung offenbart. Man ist skeptisch gewesen in Sachen Jobmarkt, also man fürchtet Jobverluste, man erwartet, dass die Fed die Zinsen oben hält und man fürchtete eben eine sehr starke Inflation. Heute haben wir gesehen bei der zweiten Veröffentlichung, dass diese Inflationserwartung für die Einjahresperiode von 3,4 auf 3,3% abgesenkt wurde und für die fünfjährige Erwartung von 3,1 auf 3,0. Hurra, haben sich die Märkte gesagt, das ist doch top, das ist doch super. Die Amerikaner erwarten weniger Inflation, also gibt es auch weniger Inflation. Vermutlich reagieren die Konsumenten da auf die gefallenen Ölpreise. Die Benzinpreise haben sich gar nicht groß verändert, aber die Ölpreise sind ein bisschen gefallen. Jedenfalls war das am 10. Mai nicht nur die größte Abweichung von der Erwartung, die es jemals gegeben hat, sondern es war auch einer der größten Monatsrückgänge in der Geschichte dieser Verbraucherstimmung Uni Michigan, die es seit den 40er Jahren bereits gibt. However, also das war, wie wir gleich in den Charts sehen werden, dann der Trigger für diese Erholung. Wir hatten schon nach US-Handelsschluss im asiatischen Handel so eine leichte, aber uninspirierte Erholung. Aber dann kam ein bisschen Dampf rein. Hier sehen wir nochmal jetzt die Erwartungen der Banken, wann die Zinsen sinken werden. Nur noch ganz wenige erwarten jetzt den Juli, manche den September, andere den Dezember. Goldman Sachs, wie gesagt, hat heute erstmal den Juli abgeschrieben. Wenn wir bei Konjunkturdaten sind, heute war der Kalender ziemlich leer, aber es gab die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter, die deutlich besser waren als erwartet in der Headline, nämlich plus 0,7 statt erwartet minus 0,8. Allerdings wurde der Vormonat von plus 2,6 auf plus 0,8 nach unten revidiert, also mal eben 1,8%. Dementsprechend, wenn man das Ganze zusammenzählt, dann ist das gar nicht mehr so toll. Also es zeigt auf jeden Fall, dass das Ganze so ein bisschen unzuverlässig ist. Wie so oft werden Konjunkturdaten dann in der nächsten Version, in der nächsten Veröffentlichung nach unten revidiert. Das scheint ein Muster durchaus der beiden Regierungen zu sein. However, kommen wir nochmal zurück zu dem, was ja gestern zunächst sehr, sehr positiv empfunden wurde, nämlich die massive Rallye der Nvidia-Aktie und die heute auch im Plus ist. Und das, obwohl heute ein Bericht von Reuters erschienen ist, dass Nvidia in China
die Preise für seine Chips reduzieren muss, weil die Konkurrenz durch Huawei so groß ist. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Nvidia nur sozusagen die abgespeckten Chips ja nur nach China liefern darf, nicht diejenigen, die sozusagen top sind, die die größte Leistungskraft haben. Dennoch, China macht so um und bei 15% des Nvidia-Umsatzes aus, dementsprechend eigentlich eine Negativmeldung und dürfte eben auch bedeuten, dass die sehr hohen Margen, die Nvidia hat, ein bisschen runtergehen würden. Interessant auch, dass die DZ Bank heute Nvidia abgestuft hat auf Halten von Kaufen mit einem Kursziel von 1025. Das wäre also ein wenig unter dem aktuellen Kurs. Ja, eins ist aus meiner Sicht relativ offensichtlich, auch wenn das natürlich viele anders sehen. Ich weiß, das ist das dominante Mainstream-Narrativ. KI wird Produktivität massiv nach oben bringen, wird die Gewinne der Unternehmen sprudeln lassen, aber faktisch ist das bisher nicht passiert, wenn man sich die reinen Zahlen ansieht. 3 Milliarden wurden erlöst durch KI, 50 Milliarden wurden investiert, das gleiche etwa für das Vorjahr, also für das vorletzte Jahr. Hier sehen wir mal, wie wahrscheinlich der Verlauf sein wird in dieser Grafik. Es ist diese Euphorie, die erreicht irgendwann einen Peak, und dann geht es runter. Und dann kommen in der Presse, oh, doch nicht so toll. Und dann sehen wir irgendwann einen Boden und es geht wieder nach oben mit dieser KI-Euphorie, allerdings eben nicht so steil, wie es vorher nach oben gegangen ist, sondern eher langsam und stetig. Und wie diese Euphorie ist, ist eine, oder zeigt eine Mail, die ich heute bekommen habe auf meinem Firmenaccount. Achtung, Info, KI ist Goldrausch. Heute ändert sich Ihr Alltag vollständig, keine Arbeitspflichten, keine Schulden, keine besseren Zeiten nötig und so weiter und so fort. Und da geht es eben darum, dass man da in KI-Firmen investiert, die dieses Unternehmen hier vorschlägt, so Insider-Tipps und so weiter. Also es zeigt, wie aktiv die Leute gelockt werden mit diesem Goldrausch. Gar keine Frage, das ist natürlich wirklich ein dominantes Motiv, auch an den Aktienmärkten, weswegen wir eine so große Konzentration eben dieser Tech-Werte sehen, denen zugetraut wird, mit KI so unfassbar viel Geld verdienen. Wir haben jetzt einen neuen Rekord erreicht, der Top 10 S&P 500 Unternehmen, die jetzt 35% des Marktgewichts ausmachen. Höchster Stand seit mehr als 50 Jahren und deutlich höher als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble. Damals gab es ja viele Tech-Unternehmen, die kein Geld verdient haben. Ich weiß, das ist jetzt komplett anders. Aber die Frage ist eben, wie ist die Steigerung dadurch KI wirklich einzuschätzen? Diese vier Mega-Aktien, also eine davon ist natürlich Nvidia, haben mehr als 50% des Zugewinns beim S&P 500 beigetragen, sodass etwa der Nasdaq dann auch 11,5% im Plus ist seit Jahresbeginn. Und der Equal Weight Tech Index allerdings nur 4,5%. Und hier sehen wir nochmal diese Konzentration der Meme 7, wie das hier genannt wird, die jetzt 29,45% des Marktes ausmachen. Wir sehen also diese immense Konzentration, diese immense Verklumpung auf wenige Aktien, die kaschieren, dass der breite Gesamtmarkt gar nicht so toll läuft. Wir sehen hier auch Tech in Relation zum S&P, also der Tech-Sektor, auf einem neuen Allzeithoch in dieser Woche, deutlich über der Dotcom-Blase. Und das angesichts der Tatsache, dass wir relativ wenige Hochs sehen im Nasdaq, also Aktien, die ein 52-Wochen-Hoch erreichen, wie Sie unten hier in dieser Grafik sehen können. Und das wird nochmal bestätigt, 55% der S&P-Aktien sind unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Der Index aber ist 2% über seinem Tagesdurchschnitt. Wir sehen also, dass die Marktbreite permanent wieder nachgelassen hat in letzter Zeit. Und wir sehen auch bei der Stimmung gewisse Divergenzen. Ein bisschen Bärenpornografie, meine Damen und Herren. Das wäre die Long-Only-Fraktion natürlich wieder provozieren. Alles total bärisch. Nein, meine Damen und Herren, aber es sind einfach Perspektiven. Ich zeige mal die andere Seite der Medaille. Die eine Seite der Medaille bekommen Sie ja überall permanent sozusagen bis zum Erbrechen displayed. Hier sehen Sie mal die andere Seite der Medaille. Hier sehen wir negative Divergenzen, sowohl was die Positionierung der Vermögensverwalter betrifft, als auch eben die Geschichte mit den Privatinvestoren, American Association of Individual Investors.
Da haben wir jetzt sehr, sehr hohen Optimismus. Wir haben eine sehr hohe Positionierung der Vermögensverwalter. Und die Frage ist, diese gestrige Bearish Engulfing Kerze, wird dies sozusagen der Auftakt der Korrektur oder war es nur ein Ausrutscher? Diese Frage ist noch nicht beantwortet. Denn wir müssten, um letztendlich die Korrekturthese zu bestätigen, unter das gestrige Tagestief fallen. Wenn das vermieden werden kann, wir sogar vielleicht ein neues Allzeithoch machen, dann wäre das sehr, sehr unwahrscheinlich. Hier sehen wir mal den S&P 500 mit diesem doch sportlichen Abverkauf gestern. Jetzt der Versuch, in diesen Widerstandsbereich so um 5.300, 5.310 wieder reinzulaufen beim S&P, auch heute wieder. Selbst gestern bei diesem Abverkauf relativ dünnes Volumen, auch heute wieder sehr dünnes Volumen. Das wird heute wieder einer der umsatzschwächsten Tage der letzten Jahre. So viel zeichnet sich ab vor dem langen Wochenende für die Amerikaners. Fear and Greed Index ist dann durch die Ereignisse gestern dann nur noch knapp vor Gier, also noch im neutralen Bereich, allerdings da schon fast auf Anschlag. Das alles in einer Situation, wo sie Risikoprämien, nämlich die Earnings Yield gemessen an der Rendite der dreimonatigen US-Staatsanleihe, für die ich ja mal ganz entspannt über 5% bekomme, und die Earnings Yield ist geringer, dementsprechend sagt man eigentlich, würde man eigentlich denken, was allerdings an den Märkten nicht passiert, dass Aktien nicht so super attraktiv sind in Relation eben zur Rendite, die man an den Anleihemärkten bekommen kann. Diese Renditen könnten wieder steigen. Wir sehen jetzt eine sehr breite Bewegung, was die Frachtraten betrifft. 16% alleine in einer Woche sind diese jetzt gestiegen. Da geht es wieder nach oben. In Corona sind die ja explodiert. Dann ging es wieder nach unten, etwa auf das Vor-Corona-Niveau. Und jetzt sehen wir, dass das Ganze wieder ansteigt. Geschichte mit den Houthis auf der einen Seite. Nachfrage ist da, zu wenig Containerschiffe sind da. Wir haben jetzt eine Verdopplung praktisch jeden Monat gehabt, natürlich von niedrigem Niveau auskommend. Und in Sachen Inflation vielleicht auch wichtig, die gute Janet Yellen will, dass die Verbündeten, also auch Deutschland, jetzt zum Beispiel auch hohe Zölle erheben auf grüne Technologie aus China, also zum Beispiel Solarmodule und solche Geschichten. Das wird den Robert Habeck natürlich sehr freuen, gell? Weil dann wird die so wunderbar durchdachte Energiewende noch ein bisschen teurer. Also dieser Handelskrieg, der soll jetzt sozusagen auch von den Alliierten der Amerikaner exekutiert werden, wenn man so will. Die Amerikaner selber haben ja schon sehr hohe Zölle auf viele Produkte erhoben. Und wenn wir mal jetzt den Ukraine-Krieg uns kurz anschauen, hat ja Putin gesagt, oder Peskov, der Sprecher, hat ja gesagt, Putin wäre bereit sozusagen für einen Ceasefire, also praktisch Friedensverhandlungen, wenn man so will, indem man den Krieg einfriert, also sozusagen die aktuellen Gebietsverhältnisse so belässt, wie sie jetzt sind. Darauf wird sich der Westen nicht einlassen, die Ukraine auch nicht. Das hat Macron heute schon klar gemacht, der gesagt hat, naja, Putin ist der Einzige, der wirklich diesen Krieg beenden kann. Und nochmal zu Taiwan, wo ja diese in Anführungszeichen Militärübung, die faktisch eine komplette Einkreisung Taiwans war, heute nochmal fortgesetzt wurde. Und wenn man sich mal die chinesischen Medien anschaut, ich habe das hier aus Twitter Posts von Leuten, die in China leben, offenkundig, da wird also praktisch die Bevölkerung komplett auf einen anstehenden Krieg vorbereitet. Da sieht man zum Beispiel, wie Taiwan, wie da die Bomben einschlagen, wie sozusagen die Feuerbälle hier nach oben schießen. Ja, die drastische Sprache auch gestern des Außenministeriums, die wirklich aufgeschreckt hat. Das ist schon eine sehr heiße Geschichte. Die Frage ist, wird die jetzt eskalieren oder ist das nur eine Drohgebärde? Werden wir sehen, aber es ist zumindest doch durchaus ein nicht völlig abseitiges Szenario und die Konsequenzen wären so gigantisch, etwa hier, was das für das BIP bedeuten würde. Taiwan -40%, Südkorea -23%, so Berechnungen, wenn man so etwas überhaupt berechnen kann. Selbst Japan -13%. Deutschland wäre natürlich auch betroffen. Die ganze Chip-Geschichte wäre betroffen. China gibt Taiwan die Schuld, weil ja am Montag der neue taiwanesische Präsident angetreten ist, dem man unterstellt, er sei Separatist, also der will komplett die Unabhängigkeit Taiwans hier postulieren. Da fühlt man sich maßgeblich provoziert in Peking. Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland, wo wir das KI-Wunder schon direkt sehen, nämlich die Labor Productivity per Hour.
Hier sehen wir, die ist minus 1,2% zum Vorjahr. Also in Deutschland kann man schon mustergültig sehen. Klar, Deutschland ist nicht mitführend in der Forschung in Sachen KI, aber nicht in der Anwendung, also was sozusagen in der Praxis passiert. Aber hier ist von Produktivitätswachstum nicht zu sehen, auch in den USA letztes Quartal plus 0,3%. Also irgendwo ist da noch fehlt ein bisschen die Realität in der Euphorie. Das genau ist mein Punkt, dass KI die Dinge verändern wird, ist auch mir klar, das bestreite ich überhaupt nicht. Zwei Empfehlungen vor dem Wochenende, meine Damen und Herren. Da gibt es jemand von der Bank of America, Michael Hartnett, der sagt, die Märkte sind überdehnt. Die Aktienmärkte stünden vor einem Verkaufssignal, meine Damen und Herren. Das ist ja wieder diese Bärenpornografie, das geht ja überhaupt nicht. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, die Isabella Schnabelina und der Herr Nagel. Die haben sich jetzt geäußert und so ein bisschen, wie soll man sagen, zähneknirschend akzeptiert, dass die EZB im Juni die Zinsen senken wird. Aber man warnt davor, dann gleich nochmal im Juli die Zinsen zu senken. Also die sagen, Vorsicht, Vorsicht, die Inflation ist da. Und das wird noch ein lustiger Kampf zwischen Nordländern, also den Deutschen zum Beispiel, und den Südländern, die die Zinsen deutlicher senken wollen. Also diese beiden Empfehlungen. Und jetzt wünsche ich und empfehle ich ein schönes Wochenende. Servus, ciao.